Frau Präsidentin, werte Kollegen, einmal mehr sprechen wir über die Zuwanderung nach Deutschland und konsequente Abschiebungen. Auch die Union hat mittlerweile festgestellt, dass die Merkel-Jahre ein Fehler waren und will zurück zur Politik des gesunden Menschenverstandes. Das begrüße ich ausdrücklich. Der Sinneswandel kommt spät, vielleicht zu spät. Mittlerweile haben wir 30.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland. Die Asylanträge sind in den ersten Monaten dieses Jahres um 78% im Vergleich des Vorjahreszeitraums gestiegen. Allein der Bund hat 2023 flüchtlingsbezogene Ausgaben von 23 Milliarden Euro. Das ist mehr als der Bundeshaushalt für Gesundheit oder Bildung. Die Länder rechnen für die Jahre 2018 bis 2023 mit Ausgaben in Höhe von 50 Milliarden Euro. Das ist mit Verlaub Wahnsinn. Erst recht, wenn die eigenen Bürger unter hohen Lebenserhaltungskosten ächzen, den Heizungshammer vom Greichen-Clan bezahlen sollen und Deutschland immer mehr Schulden anhäuft. Und das Bittere daran ist, all das hätte verhindert werden können. Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen, konsequente Abschiebungen, all diese Vorschläge lagen doch 2015 schon auf dem Tisch. Damals waren sie Nazi, heute diskutieren sie die Grünen. Und damit sind wir beim Kernproblem deutscher Politik hier im Bundestag. Gute Anträge werden von den Regierungsparteien aus Prinzip abgelehnt. Völlig egal, ob sie von links oder von rechts kommen. Völlig egal, ob die Roten, die Schwarzen oder die Grünen regieren. Und das muss aufhören. Wir sind hier, um das Beste für Deutschland zu erreichen. Und wenn eine andere Partei als die eigene einmal eine gute Idee hat, dann sollte man die aufgreifen. Statt gegeneinander sollten wir hier gemeinsam für unser Land kämpfen. Liebe Union, 2015 hätte ganz anders enden können, wenn Sie vernünftige Vorschläge aufgegriffen hätten. Unvernünftig waren Sie, sonst würden Sie sie heute nicht selber formulieren. Und Deutschland würde nicht so tief in der Asylkrise stecken. Und es ist völlig egal, ob der Bund oder die Länder die absurden Kosten tragen, denn letztendlich zahlt der einfache Steuerzahler. Und der sollte eigentlich im Zentrum deutscher Politik stehen, denn der hält den Laden hier am Laufen. Herzlichen Dank.